Willkommen zu Elden Ring. Diesmal möchte ich mich ein bisschen vorbereiten, denn das DLC kommt ja nächste Woche und ich möchte ein paar Folgen mit euch machen, indem ich die Mod vom Randomizer nutze. Ich habe mir die jetzt vorweg einmal kurz angeschaut, was denn da so passiert. Jetzt habe ich nochmal einen neuen Seed gewürfelt. Für die Leute, die Mod kennen, ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich was umgeändert in den Optionen. Ich habe, glaube ich, so ziemlich Standardeinstellungen genommen. Für die Leute, die es nicht kennen, beim Randomizer funktioniert das so, dass alle Gegner, Items und so weiter durchgewürfelt werden und das komplett alles random ist, was gleich so ein bisschen passiert. Auch hier einmal Attribute anzeigen. Auch die Waffen und Startrüstungen sind von den ganzen Klassen durchgewürfelt worden. Die erste finde ich schon mal ganz cool mit der Sense. Habe ich wohl Bock drauf. Hier haben wir ein Schwert. Da haben wir irgendein Großschwert. Ich glaube, könnte Troll-Großschwert sein oder so. Kristallmesser finde ich auch irgendwie nice. Mit Messern spiele ich auch mal ganz gerne. Da haben wir Krallen. Auch cool. Ja, mit Stab und so, mit Magie möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so anfangen. Also die Krallen hier finde ich ziemlich cool beim Samurai. Oder halt am Anfang die Sense. Ich glaube, ich bin eher bei der Sense. Aber da haben wir nicht so viel. Wir brauchen wahrscheinlich für die Sense eher Geschick. Obwohl, ja, der hat auch genug Geschick. 13 Geschick, das passt schon. So, ich glaube, ich mache mal ein Mädel diesmal. Wir haben so zocken immer einen Kerl. Oh, nice. Schön mit der Armor von Morgoth. Ich mach mal kurz. So, man sieht jetzt eh nichts von dem Charakter. Egal. Andenken müssen wir jetzt nochmal reingehen. So, Himmelstalisman, die sind auch random jetzt, die ganzen Andenken. Verstärkt die FP-Regeneration Himmelstränen, finde ich nicht so geil. Schlüssel zum Kanalisationskerker, okay, den werden wir niemals erreichen, glaube ich. Goldene Saat ist immer gut. Asche des Parfümeurs Tricia, nö. Flug des Saatbeets auch nö. Todeswurzel nö. Besseres Fleisch, Silberner und... Oh, Drachenschild-Talisman, das ist sogar schon... Ist das der schlechteste? Nee, oder? Ich jetzt gerade nicht. Doch, muss ja der schlechteste sein. Sonst würde der plus 1 stehen. Den finde ich aber am besten tatsächlich. Direkt mal ein bisschen mehr Schutz. Was ist das eigentlich für ein Schild? Sieht ein bisschen aus wie Nox, aber ich kenne das jetzt irgendwie nicht so wirklich. Naja, egal. Wir werden sehen. Hier, da habt ihr meinen Charakter. So, mal ein Mädel zocken. Weil wir es einfach noch nie gemacht haben. Ich überspringe auch die Sequenzen. Wir labern nicht mit irgendwelchen Leuten. Ne? Diesmal nicht so wie in den anderen beiden Let's Plays. Wir zocken einfach nur mal so ein bisschen drauf los. Mal gucken, was für Gegner ich bekomme und wie ich so durchkomme. Oh, wir haben sogar die lange Fackel. Das ist ja so ein Speer. Weiß nicht, ob das was taugt, ehrlich gesagt. So, da brauchen wir 17 Stärke, aber 2 endlich könnten wir das führen. Da haben wir auch Blutverlust. Das ist nice. Ja, keine Ahnung, ob die Fackel was taugt, ehrlich gesagt. Obwohl, ich mache das mal einfach nur andersrum. Obwohl, es ist schwer, mittlere Last. Okay, dann machen wir das so. Ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Helm haben möchte. Ich mache das mal ohne Drachenschild-Talisman so. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden, aber das ist der erste. Na, dann gehen wir mal los. Ich habe jetzt erstmal nicht vor, mit dem Schild zu kämpfen. Mal gucken, wie das wird. Also ich habe jetzt nur ganz kurz reingeguckt, wie das so ist, aber nicht wirklich weit gespielt. Nur kurz ins Tutorial mal rein, ob da auch die ganzen Gegner angepasst sind. Und ja, sind sie. Aber ich bin am interessiertesten daran, was für Items wir wohl bekommen und was für Waffen und Rüstungen wir so bekommen. Ich finde ja den Anfang hier schon mal ganz interessant. Kristallianer. Ja, okay, den werden wir aber eh nicht schaffen. Die Bosse und die Gegner passen sich so ein bisschen des Gegners an, der hier eigentlich ist. Also, wir müssen den halt mindestens brechen, aber der wird halt ungefähr die gleiche HP haben wie der eigentliche Boss hier. Also, wenn hier Malenia oder sowas wäre oder der Fire Giant, dann hätten die halt nicht so viel wie HP. Okay, das ist schon mal gut. Was hat der eigentlich für eine Special Ability? Wo sehe ich das? Schnitt? War das das? Aua. Ach, ich habe keine Flaschen. Scheiße. Das vergessen, dass man hier noch keine hat. Oh, das ist nice. Okay, die Sense ist schon mal richtig geil.
Das ist die ja von den Skeletten auf dem Friedhof. Die habe ich, glaube ich, noch nie sogar natürlich gehabt. Ja, komm, dann bricht noch einmal. Wir können den tatsächlich schaffen. Das finde ich geil. Und noch einmal. Zack. Geil. Okay, fängt schon mal gut an. Hätte ich jetzt niemals erwartet. Gesprungene Kisten. Okay, die Drops sind auch anders. Gesprungene Stachelträne und ein Schmiedestein 8. Komplett random. Ja, das passt gut. Schmiedestein 8 werden wir so schnell nicht brauchen, aber... Hey, vielleicht haben wir ja Glück. Keine Ahnung. Das sind auch so Sachen bei den Einstellungen bei. Da habe ich keine Ahnung, was ich da wirklich antippen soll. Deswegen habe ich es ziemlich beim Standard gelassen. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich irgendwo mal einen Haken mehr gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe ziemlich Standard gelassen. Ich habe oben, es steht so ein Gewichtungsding. Den habe ich auf 40% gemacht. Der war, glaube ich, vorher auf 20% oder so. Damit das ein bisschen mehr so ist, glaube ich, dass am Anfang eher Items sind, die man auch am Anfang finden kann. Zumindest verstehe ich das so. Aber ich habe halt wenig Ahnung davon. Ist halt mein erstes Mal mit dem Randomizer, deswegen werden wir mal gucken, wie das so wird. Aber ich finde das sehr interessant und vielleicht mache ich das auch nochmal nach dem DLC nochmal mehr. Ein bisschen mit dem Randomizer zocken. Elden Ring geht bei mir halt immer, muss ich sagen. Liebe dieses Game. Von daher schauen wir mal. Also wir werden jetzt erstmal einfach bis zum DLC damit zocken und dann switchen wir natürlich. Flaschen. Einmal verteilen. Ich möchte nur Leben haben. So, und dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Sind nämlich auch überall random Gegner. Ja. Ah, da. Eine Hand. Was ist das denn für ein Ding? Man erwartet halt hier nichts. Aber es kann halt alles sein. An normalen Mobs, wenn ich es richtig verstehe. Aber halt angepasst auf die Stärke ungefähr, wie die halt hier sind. Ist da oben? Ist irgendein Mob? Kristallknospe. Das wächst hier doch eigentlich nicht. Nur Rover eigentlich. Okay, die Pflanzen sind auch random. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das stand da, glaube ich, auch nirgendwo. Aber finde ich auch interessant. Aber die Sense ist schon mal ein richtig geiler Start. Damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt bräuchten wir nur eine etwas bessere Rüstung oder so. Aua. Hier. Geschossen. Ah, jetzt sind wir vergiftet. Das ist richtig... Das ist schon mal schlecht. Weil wir haben, glaube ich, keine Chance mehr, uns davor zu heilen. Ah, eine Ratte war das. Ja, dann echt... Bezweifle, dass ich den Boss dann gleich schaffe. Außer wir haben richtig... Oh, der ist heftig. Außer wir haben Glück mit dem Boss. Wieso steht der da so doof? Der steht normalerweise da nicht so. Der Gegner. Vielleicht liegt das aber auch am Model. Okay, ich muss mir gleich den Skill nochmal durchlesen. Den kenne ich nämlich nicht. Was da jetzt so besonders dran ist. Vielleicht kann ich nämlich noch irgendwas mehr drücken. Wirbelhieb. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Ja, das habe ich mir gedacht. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Ich werde wahrscheinlich halt gleich eh sterben. Warte mal, wir können ja mal gucken. Ach, eine Silberträne? Oder ist das mein Double? Das müsste mein Double sein, ne? Das ist ja lustig. Direkt am Anfang. Es gibt ja nur den Boss einmal. Ich habe jetzt noch zwei Tränke. Mal gucken. Der kann sich auch einmal heilen, meine ich. Ja, das bin einfach ich direkt. Ah, ist das geil. Ah, okay. Ich muss die andere Taste nochmal einsetzen. Sehr gut, direkt gestorben. Verehrte Imitator-Träne. Ich denke, ich werde einen Discounter auch wieder machen. Schadet ja nicht bei dem Game. So, Marikas Pfahl. Das ist, glaube ich... Ich glaube, ich habe noch nie diesen Marikas Pfahl genutzt. Nee, safe nicht. Weil so schwer ist der nicht. Der Gegner eigentlich, dieser Soldat von Godric. Aber ja, da kam die Blutung gut durch.
Ah, nice. Okay, das ist geil mit der Blutung. Nochmal. Okay, da hat sich geheilt. Aua. Hol mal die Fackel raus. Kämpf doch lieber da mal damit. Heim nicht mal eben voll, bevor wir irgendwie Blutungsschaden durchbekommen. Ich hab Bock drauf. Ja, das meine ich. Oh, scheiße. Nee. Ich glaube nämlich, damit killt die uns. Okay, wir heilen echt nicht viel. Fühlt sich irgendwie schwächer an, mein Heiltrank, als sonst. Und die ist echt stark. Ah, scheiße. Ist gut gedodged. Schade. Nice. Sehr schön. Okay. Ja, durch das Gift vielleicht gestorben. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch zu unvorsichtig gerade mit der Blutung gewesen. Also der Tod war auf jeden Fall vermeidbar. Aber egal. Schadet nicht. Ein paar Fehler zu machen. So, aufwärts zeigen. Okay, das ist jetzt... Ich weiß gerade gar nicht. Ist das der Emote, den man da normalerweise bekommt? Oder sind die Emotes dann auch alle durchgewechselt? Aber dass da ein Emote liegt, ist safe vielleicht? I don't know. Hier vorne liegt aber irgendwas. Das müsste jetzt wieder ein random Item, glaube ich, sein. Mal gucken. Blutige Eiterfinger und goldene Rune 3. Ja, gut. Achso, leveln können wir natürlich noch gar nicht. Es gibt auch so Optionen wie die ganze Karte freischalten und sowas. Das habe ich jetzt mal noch nicht angemacht. Aber ich kann mir vorstellen, das vielleicht bei zukünftigen Malen dann direkt auch anzumachen, wenn ich mich ein bisschen so reingefunden habe. Wie gesagt, jetzt erstmal mit Standardeinstellungen von dem Randomizer und dann werde ich mich ein bisschen dran rumprobieren. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps für mich, falls ihr das mit dieser Mod kennt. Was man da so einstellen kann und was cool ist. Oh. Okay. Barret hat auch andere Kleidung an, aber auch nur einen anderen Hut, oder? Ist das nicht seine normale Kleidung, die Kutte? Das finde ich ja sehr interessant. Ist das ein anderes Item? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist trotzdem das einfach. Okay, das ist cool. Aber es ist Barret, oder? So sieht sein Gesicht aus. Das wusste ich gar nicht, wie der aussieht. Ja, ja. Ich werde einfach nur mit euch quatschen, aber ich werde eigentlich keine Quests wirklich machen. Vielleicht können wir auch ein paar NPCs einfach mal killen. Aber bei ihm... Oh. Das ist Gillica oder so, ne? Oder Maggie. Ich habe keine Ahnung. Es gibt davon mehrere. Das ist ja geil. Aber die wird jetzt wahrscheinlich um einiges stärker sein. Die ist ja eigentlich ein recht schwacher Boss. Die auf der Weeping Peninsula, das ist, glaube ich, kein Boss. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Elite-Gegner. Ah ja, hier, guck mal, Feuerblüte. Es wachsen hier auf jeden Fall auch random Pflanzen. Das ist nice. Aber hier, die passt hier zumindest hin. Obwohl, nee. Das ist einer aus Kaelet wahrscheinlich. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ist ja riesig. Oh, hat er mich gesehen? Oh, wirkt fast so, aber ich habe noch mal... Bin noch mal umrum gekommen. Da bist du groß, ey. Ist das widerlich. Komm her. Mach dich platt. Ja, okay. Oh Gott, ich hasse es. Nee, ich lasse sie einfach in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf dieses Gefliegezeug. So, Calais hat auf jeden Fall normale Weihnachtsklamotten an. Mal gucken, was für ein Schmiedestein da jetzt liegt. Oder wenn es überhaupt ein Schmiedestein ist. Mal gucken, mal gucken. Lionels Stulpen. Wie random das ist. Das ist unfassbar. Das ist irgendwie echt geil. Man kann... Empfehlung Klangperlen. Okay. Erhalten. Kalis Klangperle. Ach so, okay, das ist ja interessant. Und Empfehlung? Ach so, das ist einfach nur der normale Text. Ja gut, und kaufen?
Okay, der hat diese Rüstung, der hat Lionels Rüstung auch. Das passt ja so ein bisschen. Adamblätter, aber sonst irgendwas Interessantes. Notiz, Wichtschatten. Werkzeugsatz, ja, den kaufen wir uns. Scherbe eines Gefäßes. Ja, ich glaube, der Rest ist nicht so interessant. So eine Kapuze ist halt nochmal cool. Aber die Rüstung ist jetzt auch keine, die ich tragen möchte. Von daher juckt mich das jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wir gehen erstmal weiter. Ich würde sagen, ich gehe sogar einfach erstmal den Standardweg, obwohl ich habe 4000 Runen. Vielleicht sollte ich erst mir Torrent holen und leveln können. Wie viele Level könnten wir denn machen? 3 oder 4 Stück wahrscheinlich. Also ich gehe mehr von 3 aus. Das wäre schon nicht schlecht. Haben wir so einen Reiter. Ja, aber die passt hier eigentlich... Oh mein Gott, das ist ein Vogel. Oh mein Gott, das Lager wird ja übel. Wenn da auch so Vögel und sowas sind. Frag mich, wie stark der ist, weil das ist ja eigentlich ein normaler Typ. Der kann eigentlich nicht so viel AP haben, aber... Okay, der hat richtig viel AP. Es ist halt nur angepasst, so ein bisschen. Ne? Ist trotzdem heftig. Aber wir haben den hingekriegt. Schmiedestein 3 und Helm des verrotteten Duellanten. Da kommt man auch mal dazu, vielleicht sich auch mal andere Rüstung anzuziehen. Aber ich bin halt trotzdem ein bisschen in dem Fashion Souls drin. Mag nicht irgendwas anhaben. Bisschen gut aussehen muss es halt trotzdem. Das ist nur ein Heilungsding, ne? Du verarschst mich jedes Mal. Geh mal, oh, Glitzer. Und jetzt gerade denke ich mir sowieso, ja, da ist irgendwas Besonderes. Aber die Heilungsdinger bleiben wahrscheinlich Heilungsdinger. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, da haben wir schon mal eine Krabbe. Da hinten läuft auch irgendwas. Ich glaube, das ist ein Landoktopus. Ja, okay. Landoktopus, der so ein bisschen wandert. Ist auch selten, oder? Normalerweise sind die Oktopoden doch eigentlich so ein bisschen statisch an der Stelle. Und, oh. Sag mir nicht, das ist der hier rumwandert, der Starke. Auf jeden Fall ein Doggo. Ich glaube, um den sollte ich mich auch zuerst kümmern. Der wird wahrscheinlich nochmal der Stärkste hier sein. Nee, der echte Albinoric ist, glaube ich, der starke Ritter. Habe ich keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig verstehe, weil das andere Ding war halt auch schon echt stark. Okay, Blutung hat ordentlich reingefetzt. Aber der bewegt sich so zumindest. Aber der hat nicht so viel HP. Der geht klar. Moin. Crap. Okay. Ich hab ein Problem. Kommt da denn noch an? Hat irgendwas gehört? Aua. Okay, das sind nur halb Menschen. Ich muss hier weg. Die Krabbe ist doch echt hart. Würde die aber gern schon besiegen wollen. Den Hund haben wir halt schon. Ja, kommst du vielleicht erst? Ja, brav. Okay, das war doof. Ich hätte nicht ausholen sollen. Na komm. Boah. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht kriegen wir die Blutung durch. Habe ich keinen Trank mehr. Aber der ist vielleicht zumindest tot. Ja, das passt. Was droppst du? Einfach nur normale Krabbeneier. Okay, nichts Besonderes. Okay, der ist stärker gewesen, gefühlt. Oh, mein. Kamera anvisieren. Ein normaler Wolf, der passt hier sogar gut rein.
Der wird natürlich auch nochmal einen Brocken, aber zumindest hier erstmal looten. Wir müssen ja vielleicht nicht alle Gegner besiegen, aber wenn ich hier schon mal alles looten kann, dann ist mir ja schon mal geholfen. Mal gucken, ob wir irgendwelche tollen Sachen finden. Goldener Pfeil, okay, Schleifmesser. Okay, das Schleifmesser wird wahrscheinlich ein Safe Drop bleiben. Das wird wahrscheinlich einer der wichtigen Sachen sein, die man da so anklicken kann. Man kann selbst die irgendwie random gestalten. Ja, Karte natürlich auch holen. Die bleiben halt. Aber die Pfeile sind natürlich kompletter Schmutz. Da ist eigentlich ja ein Talisman drin. Ich glaube, dieser Axt-Talisman. Der wäre natürlich jetzt gerade für uns sogar recht gut, weil ich mache viele aufgeladene Angriffe. Zeit. Hätten wir sogar gebrauchen können. Mal schauen, was für Waffen hier wieder ich bekommen. Smaragd-Bernstein-Medaillon plus 1 sogar. Bisschen mehr Ausdauer. Ich glaube aber, den werde ich trotzdem nicht nutzen. Ich meine, wir haben nur einen Talisman-Slot. Da bin ich mit der Abwehr schon ganz zufrieden. So, das Ding geht eigentlich voll klar. Aber ich habe trotzdem keinen Bock, gegen den zu kämpfen, weil wir halt nur Half-Life sind. Keine Tränke mehr haben. Hat sich auch nichts aufgefüllt, ne? Leider nicht. Für mich zählt das ja schon als Gruppe. Aber wahrscheinlich zählen die auch einfach noch mit. Oh Mist. Ich hoffe, der schlingelt sich gleich noch zurück. Haben wir noch irgendwas anderes hier? Mir zwischendurch holen kann? Ich glaube nicht. Hier, der geht jetzt langsam zurück. Er wird uns trotzdem bemerken wahrscheinlich. Und dann wird er mich killen. Oder verliere ich alles, was ich habe. Nicht nur looten. Vielleicht looten wir erst. Oh. Okay, gesprungene Irgendwas-Träne. Steinstachelträne. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür die gut ist. Achso. Ups. Oh. Bestich nicht. Und hatte der was? Schild der Getreuen. Okay. So eine Bestienknochen. So, jetzt hat er mich gesehen. Check doch mal ganz kurz in den Turm. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob da irgendwas lag. Ich meine, irgendwie im Kopf zu haben, dass da was ist. Aber vielleicht ist es nur irgendwie ein Spot für einen Gegner oder so. Hier drin. Ist gar nichts. Okay. Das ist auch immer nur so ein Ort, wo ich denke, da müsste was liegen. Aber ist nicht so. Oh. Moin. Nimm mir nur kurz das Teil hier, ne? Ballistenbolzen. Gut, hat sich auch nicht gelohnt. Egal, ich bin durch hier. Also mal schauen, ob wir es bis Margit schaffen oder sowas. Deswegen wie Nimgrave irgendwie durchkriegen. Bis zum DLC. Obwohl, ich bin eigentlich recht schnell mit solchen Sachen. Aber es ist nochmal eine neue Herausforderung halt. Das ist jetzt so das Ding. Es könnte jetzt hier noch und hier und da noch mal ein bisschen herausfordernder werden. Annehmen. Aber was passiert eigentlich, wenn man weigern drückt? Wahrscheinlich sagt die dann, mach trotzdem. Oder es geht nicht weiter oder so, bis man zusagt. So, was machen wir denn? Ein bisschen Stärke brauchen wir auf jeden Fall für die Waffe. Also machen wir das definitiv. Ein bisschen mehr Leben habe ich eigentlich auch immer ganz gerne. Kondition ist auch nicht die beste. Ja, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Kondition. Und die Stärke. So, dass wir die Waffe auf jeden Fall auch zur Not mal einhändig tragen können. Das passt jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Grabfackel. Ja, keine Ahnung, ob wir die mal ausprobieren. Moment. Jetzt haben wir doch Erinnerungen der Gnade. Auch noch nie eingesetzt. Wir hätten auch noch ein paar Runen. Ich glaube, ich nutze die jetzt auch erstmal. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Level zu machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was in HP setzen. So, zumindest. Okay, uns fehlt nicht so viel. Machen noch ein Level mehr. 30, das reicht noch nicht ganz.
Ich erwische den halt nicht mit dem Schlag. Richtig schön. So, aber das reicht jetzt trotzdem, um noch ein Level zu machen. Also wir haben irgendwo eine große Rune gefunden. Die hat uns gut was gegeben. Und dann gebe ich nochmal in ein Leben. Aber danach werden wir wahrscheinlich eher nur noch auf... Ja, keine Ahnung, womit skalierst du dann am ersten mit beidem irgendwie. Ein bisschen Quality Weapon sogar. Passt unsere Klasse ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt sind wir damit unterwegs. Jetzt würde ich ganz gern zurückgehen und die Dungeons machen. Mal schauen, was da für Bosse auf uns warten. Ich denke ja die ganze Zeit so, ja, ist man die Wolfshöhle, aber das ist jetzt keine Wolfshöhle mehr. Es ist irgendeine Höhle. Einhöhle, so heißt du auch. Aber für mich ist das immer die Wolfshöhle. So. Dich packe ich jetzt auch da erstmal raus. Was haben wir eigentlich für Handschuhe? Schlitten der schwarzen Klinge. Ist aber auch nicht das Beste, ne? Also von der Defense her sind die Sachen definitiv nicht gut. Und jetzt haben wir auch noch keine Fackel. Ich könnte aber so machen. Ja, okay, das geht nicht. Ich müsste es in die Hand nehmen. Ja, das will ich aber nicht. Nee, nee. Dann müsst ihr einfach mit der Dunkelheit jetzt klarkommen. So. Also der große Mutterwolf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade dieser Schleim hier war. Asche der Orakelgesandten. Alter, das ist ein Ding, glaube ich, was man erstmal im Harlech-Tree bekommt, oder? Da kriegt man das in der Hauptstadt. Okay, ich nutze gerade zu viel... Spielstein 1, sehr gut. Ich nutze zu sehr die Special-Ability-Taste, so dass ich jetzt keine Mana mehr habe für den Boss. Da hätte ich das eher verwenden sollen. Mal schauen, was auf uns wartet. Ups, du bist kein Gegner. Ich hoffe jetzt nicht irgendwie... Ich frage mich jetzt, ob hier jetzt so ein Fire Giant rein theoretisch spawnen könnte und der dann komplett durch die Decke durchpasst. Assassin der schwarzen Klinge. Okay, aber auch kein Geschwächter. Das heißt, es ist schon einer von den krasseren. Okay. Aber der hat nicht so viel AP. Der ist gut runterskaliert. Es gibt ja einen Assassinen eigentlich auf dem Sturmhügel, der ist aber schon geschwächt. Also gehe ich nicht davon aus, dass es der ist, sondern eher der vielleicht auf dem Altersplateau vor dem Grab. Schade, ich dachte, ich kriege doch Blut schon durch. Keine Mana mehr. Aber jetzt Ausdauer. Oh mein Gott. Tot? Nee. Okay. Ich lebe noch. Aber ganz knapp. Ah, fuck. Kann einfach nicht gut bei dem heilen. Nee. Autsch. Okay, ich glaube, den kriege ich jetzt nicht beim First Try hin. Dafür bin ich jetzt zu low. Ja. Wieso habe ich einen... Achso, das kommt noch von seiner Klinge. Der Debuff vom Leben. Da klebte gerade einfach noch ein Dunkelschmiedestein 1 an der Wand. Die gibt es anscheinend auch einfach so, random. Jetzt durfte ich den nicht backstabben, so wie gerade. Das war ein richtig guter Start. Das geht irgendwie jetzt nicht mehr. Schade drum. Ist wahrscheinlich im Original Bossfight bei dem auch so, dass man das nur beim ersten Mal machen kann.
Kriegt die Blutung nicht durch. Echt bitter. Na komm, blute! Junge! Du hast kein Blut mehr. Oder Schwester, besser gesagt, ist ein Mädel. Eigentlich. Oh no. Autsch. Please, jetzt nicht sterben. Okay, nice. Puh, okay. Die Bosse haben sie auf jeden Fall in Adamblatt dreimal. Alter, das ist ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Dafür, dass man eigentlich ein Flammtalisman hier bekommt. Ich hab jetzt irgendwie was Besseres erwartet. Aber naja, geht halt in beide Richtungen, ne? Man kann halt mal was Gutes bekommen und mal was Schlechtes. Na gut. So, und jetzt haben wir noch einen Dungeon mehr hier in der Ecke. Da, wo eigentlich so ein Katzenviech auf uns wartet. Mal schauen, was wir da dann bekommen. Aureif-Kristallknospe. Frag mich, ob die Blumen rein theoretisch dann Schmiedesteine sein können. Dann Aureif-Rover sogar in Weiß. Werde ich eh nicht einsetzen. Hier sogar Altusblüten. Keine Ahnung, ob hier irgendwie mal was bei ist, wo ich denke, so ja, das bräuchte ich. Mal gucken, was hier dann auf uns wartet. Es ist ja jetzt auch nicht mehr safe, dass man in Katakomben auf Skelette oder diese Wichte trifft. So ein Level können wir nicht machen. Da fehlt uns noch zu viel. Aber mal checken, was es hier so gibt. Aha. Es gibt zumindest jetzt auch keine Hinterhalte mehr unbedingt. Nicht so viel am... Aua. Nicht so wie zumindest vom Spiel gedacht. Einen Moment. So, und weiter geht's. Okay, was haben wir hier? Normale Pilze. Da oben wartet schon so ein Gesandter. Ich weiß nicht wie. Wir haben die Asche davon bekommen. Den Namen aber vergessen. Hier denn sonst irgendwas? Irgendwie nicht. Aber hier ist einer eigentlich. Was denn hier jetzt? Ah, da. Da hängt eigentlich ja einer an der Decke. Jetzt steht hier einfach einer. Okay, hier ist kein Gegner. Ich wusste es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber hier hinten gibt es eigentlich den Redekopf. Mal gucken, ob er das immer noch ist. Nee. Haben wir jetzt einen Steinschwertschlüssel? Und da hinten sind eigentlich vier Gegner oder so. Also das könnte jetzt... Oha. Interessant werden. Und das ist wirklich... Vielleicht so eine Riesenhand. Steht auch noch so ein Gräber, glaube ich. Ja. Da ist eine Ratte. Okay, wir haben hier irgendwelche in der Ecke. Aua. Und easy. Der könnte jetzt ein bisschen knifflig werden, weil der halt aus Stein ist. Aber geht. Hose ist, Hose der Zauberklinge. Hm, ja, maybe besser als unsere. Nicht immer unbedingt. Einfach nur ein bisschen schieden. Nee, das lasse ich mal. Hab mich jetzt nicht so überzeugt von den Werten. Solche Situationen sind halt jetzt komplett anders. Echt interessant. Aber auch interessant, dass die Dinger trotzdem irgendwie so ein bisschen den Zustand... Oh mein Gott. Okay, das finde ich jetzt ätzend. Nein. Und den Zustand übernehmen, weil die hängen ja eigentlich in der Decke. Aua. Fuck.
Okay, der hat viel AP. Der wird mich umbringen. Hast du diese Dinger, ne? Warum ist das eine richtig starke Version auch? Moin. Okay, bin sowas von tot. Alter, da warten auch noch zwei von denen. Oh mein Gott. Wie soll ich das schaffen? Alter. Oh mein Gott, ey. Okay, ich hasse diesen Gegnertyp einfach so sehr, ne? Das wird übel. Die Feuerdinger müssten hier aus sein. Dass ich kann eigentlich so durchlaufen. Vielleicht muss ich... Also, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, gegen das Teil zu kämpfen. Die anderen beiden sehe ich eher noch als den Tausendfüßler. Die sind mir sogar auch egal. Also dieser Verpflanzte. Das Teil finde ich halt super ätzend. Den finde ich halt im regulären Game schon scheiße. Jo, alles okay. Okay, 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 okay. Tschüss. Kann der vielleicht runterspringen? Das wäre super. Wenn der runterspringen würde. Du bist auch runtergesprungen. Du kommst auch zu mir. Aber der da ganz oben... Oh, doch. Perfekt. Ja, super. Dann ist er jetzt weg. Da kommen wir nachher nochmal vorbei, aber das ist ja egal. Da können wir nämlich wegrennen. Ich glaube, ich werde nicht in diesem Playthrough gegen alles kämpfen, was mir vor die Nase gesetzt wird. Wenn ich mir das jetzt schon in der ersten Folge passiert. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt jeden Dungeon machen möchte. Aber irgendwie schon. Also allein dadurch, dass der Loot halt so random ist, habe ich irgendwie Bock drauf. Und die Gegner natürlich auch. Oh, das ist der aus Dingens, dem Turm. Okay, das ist natürlich auch übel. What? Verarsche. Ist einfach wieder hier oben. Das ist sowas von Scam. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Ich dachte echt, ich werde den los. Oder war da noch ein zweiter? Wie kommt der runter? Sehr gut. Okay, der hat echt viel HP. What? Wo kommt das denn jetzt her? Alter. Das Spiel will mich umbringen. Jetzt bin ich an Gift gestorben. Meine Runen! Da lagen noch so viele. Okay, wie machen wir das? Ich habe eher das Gefühl, ich muss durchrennen. Dass ich gegen gar keinen kämpfen kann da. Oder ich muss diesen Dungeon später machen. Das wäre auch eine Option, dass der Dungeon jetzt einfach in diesem Zustand mir zu schwer ist. Aber das fand ich jetzt auch recht frech, dass da irgendwie dieses Gift kam. Ich dachte, jetzt wäre irgendwie einer von hinten gekommen. Aber der konnte das von oberhalb der Treppe irgendwie einsetzen. Und wo kam das jetzt her? Da kam jetzt irgendwie die Tröte von dem Typen. Der steht aber auch ganz woanders. Das ist auch noch ein bisschen buggy, das, dieser Randomizer. Und das ist jetzt noch nicht... Das ist ja aber immer noch Beta. Ich renne einfach mal. Tag, die Herren. Kriegsasche Eissperr. Das ist nice. Okay. Der ist einfach nochmal respawned. Ich komme da nicht vorbei. Er ist zu fett. Das ist schlecht. Ja, ich komme hier nicht durch. Leider. Okay, aber wir haben die Kriegsasche Eissperr. Kann man diese Waffe eigentlich mit einer Asche versehen? Also Eissperr, glaube ich, würde dann eh nicht gehen. Aber ist eigentlich eine gute Kriegsasche. Doch, könnte man. Okay, aber wir haben... Also Eissperr geht, glaube ich, nicht auf Sensen. Guck trotzdem mal kurz.
Okay. Ich werde nochmal durchlaufen. Ich möchte gerne wissen, was es für ein Boss ist. Wenn das nochmal später so heftig vorkommt, dass wir wirklich so nicht weiterkommen, dann werde ich wohl solche Dungeons dann erstmal auf Eis legen und dann später machen. Den habe ich auch die ganze Zeit vergessen. Ich würde mal kurz meine Runen holen wollen. Mal gucken, ob ich die kriege. Und dann springen wir da irgendwie runter. Mal gucken. Ob ich denn hier auch noch wieder raus darf dann. Gerade so. Wie war denn das hier nochmal? Da muss ich runterspringen. Okay, jetzt ist er natürlich mitgesprungen. Aber jetzt jump? Nee. Ich dachte, jetzt portet der vielleicht wieder hoch. Was ist denn das für einer? Ein Skelettkrieger. Moin. Oh Gott, jetzt da unten. Okay, ich hasse dich. Eieieiei. Alter, okay. Das war viel. Ist der hinter mir her? Ich glaube schon. Hört sich zumindest so an. Puh. Moment, können wir ein Level abmachen? Nee, nicht ganz. Haben wir eine Rune? Nee, haben wir nicht. Gut, dann müssen wir mit den 2000 Runen jetzt einfach in den Bosskampf gehen. Und hoffen, dass wir den auch besiegen können. Ich habe so das Gefühl, dieser Dungeon hat es mit schweren Gegnern zu tun. Mal gucken, ob der Boss auch dementsprechend schwer ist. Oh, der geht eigentlich. Würde ich jetzt pauschal sagen. Die gehen, würde ich immer so sagen, ganz gut. Vor allem, weil die keine Rüstung tragen. Ist das der Boss vom... Ist das ein Boss überhaupt? Hm. Auf dem Schneegipfel gibt es halt so einen. Aber das sind ja keine Bosse. Davon gibt es sogar mehrere da. Wo gibt es den als Boss? In irgendeiner Katakombe, glaube ich, dann, ne? Aber der ist easy. So viel einfacher als die Gegner da hinten. Schwere Bestienknochen. Bester Loot. Danke, das hat sich richtig gelohnt, diesen Dungeon zu machen. Also die Kriegsasche hat sich gelohnt. Dass ich da hinten hingerannt bin und da nochmal kurz gelootet habe. Aber ansonsten, die Bosse geben meistens jetzt eher echt Kackloot. Ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwas an den Einstellungen so drehen könnte, dass die Bosse dann auch immer guten Loot geben. Und dass man eher in Dungeons den guten Shit findet. I don't know. Kann man bestimmt irgendwie einstellen, aber ich weiß noch nicht wie. Oder was ich da an welchen Reglern nicht und welche Knöpfe ich da drücken muss. Ich habe noch gar nicht die Karte geöffnet. So, damit sind wir durch. Wir haben natürlich die Mine noch. Vielleicht kriegen wir da auch gute Schmiedesteine. Apropos Schmiedestein, wir haben ja einen. Würde die Sense jetzt einfach auch sogar verstärken? Wir brauchen zwei. Stimmt. Geht ja noch gar nicht mit einem. Weil die mir die eigentlich ganz gut gefällt. Oder man geht jetzt runter zum Strand. Da haben wir auch noch einen Dungeon. Aber da sind gleich... Ist das ein Doppelboss? Der da unten jetzt auf uns wartet? Das könnte sein, ne? Aber das sind ja mehrere Gegner eigentlich sogar in dem Bossraum. Was wären das denn für ein... Also das würde mich auch noch interessieren. Aber ich habe das Gefühl... Das wäre einfacher. Oder sogar erst so ein Lager wie hier clearen. Ich glaube, ich möchte eher in die Mine. Wir gucken uns, glaube ich, nochmal die Mine an. Oder eher beim nächsten Mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich irgendwas groß rausgecuttet? Wege. Ich möchte eigentlich die Folge mal so auf dreiviertel Stunde lassen. Und daher... Dann lass uns doch das Lager machen. Das kriege ich jetzt eher hin. Hier, dann gehen wir nochmal schnell zu dem Lager und gucken, ob wir da irgendwas Geiles finden, weil da... Gibt's, meine ich, auch eine Schatztruhe im regulären Ding. Und lohnt sich's eigentlich jetzt hier die Quests zu machen? Weil eigentlich hatte ich ja vor, die Gegner zu killen einfach mal. Also die NPCs. Also Varie zum Beispiel können wir auch eigentlich wegmachen.
Weiß nicht, ob es sich jetzt hier wirklich lohnt, auch irgendwelche Quests zu machen. Die geben mir halt natürlich auch irgendwie Belohnungen, ne? So, was für Gegner haben wir jetzt hier? Okay, wieder ein Landoktopus. Gib mir mit dem Hund. Das geht klar. Ich glaube, dieser Hund ist sogar original an der Stelle. Die sind easy. Okay, da haben wir einen Kopflosen. Blume ist auch easy. Ja, das nervt natürlich weiterhin. Hä? Es lebt der Ding irgendwie noch? Ich dachte, ich hätte es gekillt. Hä? Okay. Hab da doch nochmal draufgehauen. Vielleicht habe ich zu früh draufgehauen. Und deswegen hat er keinen Schaden mehr bekommen. Ich dachte, ich mache mal so einen Probeschlag, ob er tot ist. Und dann dachte ich so, ja, anscheinend schon. Gut, hier war keine Truhe. Das war ein anderes Lager. Dann war das oben auf dem Sturmhügel. Wo ist das denn? Hier ist es. Ist das hier auf der Seite? Nee, gar nicht. Das hier ist das dann. Genau, hier ist dann eine Truhe neben dem Lager. Oh, Gravitationsmagie. Oh, da hinten. Oh, das ist so ein Typ vom Radar. Und da ist nochmal so ein Gladiator. Wie lustig. Ist das krank, ey. Die Gruppe hier auch. Aua, shit. Und so ein Harlech-Tree-Typ. Ja, der ist eigentlich ein Caelid, weil der ein feste Gael, weiß ich, glaube ich sogar. Nee. Oh mein Gott. Okay, der ist stärker. Der ist schwächer. Ja, okay, dieses ganze Bogenbeschuss nervt ein bisschen. Was für ein Gegner ist das eigentlich hier? Na, einfach so ein Dingenskrieger, ne? So ein Berittener wahrscheinlich. Jetzt habe ich den Namen vergessen von den Typen. Alter, wie viele Pfeile ich einfach drin habe. Oh, oh. Ist das wild, ey. Also, es ist schon anspruchsvoll, muss ich sagen. Dadurch, dass das jetzt so andere Gegner sind. Wenn man sich ständig auch auf ein neues Pattern auch einstellen muss. So, Tach. Aua. Drachenschild, okay. Oh, ich habe keinen Trank mehr. Da ist immer noch einer. Oh, Mist. Du warst ein Untoter. Ich hätte dich finishen müssen. Ich hab's kein Heal mehr, leider. Ja, fuck. Mist. Jetzt habe ich die ganze Gruppe erledigt, aber den Typen hier noch nicht. Ja, schade. Egal. Damit soll es jetzt erstmal vorbei sein mit dem Tod. Für heute. Wir sehen uns morgen direkt wieder. Hoffe ich zumindest, dass ich direkt morgen auch noch eine Folge aufnehmen kann. Wenn die Folge dann ausgestrahlt wird, also am Montag, dass ich die Zeit dazu finde. Dann geht es nämlich am Dienstag auch direkt weiter. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.